Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4 und dem Beagle. So, ich sitze ein bisschen eigenartig. Die liebe Maus sitzt neben mir und sie wollte einfach nicht gehen. So, wir sind hier echt in schlechten Situationchens. Wann kann ich hier hochtauchen? Theoretisch? Ja, kann ich. Oh, das steigt. Ach du Scheiße. Pepper neben mir zu rütteln, bringt dir gar nichts. Oh, Nate. Maus! Sie will irgendwas von mir und ich weiß nicht was. Denn doch nur überrascht wäre, dass ihr hier seid. Sie wissen schon, warum sie diesen Soundtrack benutzt haben. Das Wasser konnte mich nicht töten, aber die 25.000 Männer da vorne. Die Man hätte doch hier bestimmt keine Chance gehabt, mich entdeckt zu werden. Oh, ich wollte euch eigentlich jetzt prügeln. Okay, ihr Arschlöcher. Das geht gar nicht, du wirst auf jeden Fall erwischt. Aber warum lebt ihr alle noch? Warum? Dass ich toll, weil er mich umrundet hat, ne? Oh nein, ey, ohne Witz. Wie soll ich das denn jetzt noch schaffen? Ja, die gleiche Scheiße, die ich nicht. Warte mal. Alter, voll Witz, ne? Witz, 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 oder? Oh, Kacke. Ja, weiß ich nicht. Seit 20 Minuten, Leute, 20 Minuten, seit 20 Minuten. Einfach seit 20 Minuten. Ich mache seit 20 Minuten nichts anderes als hier schießen. Man könnte mir auch einfach mal eine Pause geben, damit ich mich wieder ein bisschen gesättigt fühle, ne? Dieser Shoreline-Söldner hatte doch eine Panzerfaust. Welcher von denen? Nate, welcher von denen? Aber... Die? Anderes. Einfach immer nur mehr, immer mehr, immer mehr, 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 mehr. Und jetzt bin ich gleich wieder tot. Naja. Aber ey, ohne Witz, nein. Auf die Beine schießen bringt bei denen auch nichts. Das bringt die gerade mal ein bisschen. Aber warum kann ich die nicht zurückwerfen? Ja, nee, ist gut, danke.
würde jetzt gerne irgendwas Positives sagen, aber das hat nichts mehr Positives. Hat's einfach nicht. Warum sterbt ihr nicht? Wie oft muss ich euch in den Kopf schießen, damit ihr sterbt? Oh nein! Fick dich! Ey, ohne Witz, fickt euch doch! Alle miteinander! Wer hat euch gesagt, dass das Spaß macht? Lass mal machen wie in Uncharted 3, da waren die ja nicht alle abgefuckt. Nein, das für ein Spiel fanden sie alle geil. Warum bist du ausgewichen, du Arschloch? Dieser Shoreline-Söldner hatte doch eine Jetzt Panzer nicht, Nate. Jetzt nicht. Lächerlich. Einfach. Nate, jetzt nimm die Panzerfaust. Ohne Witz. Ich habe wieder eine anständige Pistole. Alles voll? Alles voll. Sehr gut. Wird bestimmt noch weitergehen. Wir sind hier in Uncharted, das geht immer weiter. Die sind gerade alle wie die Mal noch einer. Tut mir leid, aber das ist nicht so. Was? Wo? Was? Was? Was denn jetzt? Nate, bitte. Gehen Sie bitte einfach hin. Gegen die Kamera. Geil. Lass uns mal drei Viertel des Spiels richtig geil machen und uns dann entscheiden, es scheiße zu machen. Ja, das ist gut. Versteck dich hier oben. Ihr werdet bestimmt sicher. Wieso? Weiß ich nicht, Ned. Das musst du Naughty Dog fragen, warum sie das gemacht haben. Musst du. Ich habe nämlich leider keine Ahnung, warum sie ein fast schon brillantes Spiel damit versauen sollten. Ohne dass sie auch zwischendurch den Gedanken hatten, dass das vielleicht scheiße sein könnte. Das ist so lächerlich. Wirklich, das ist witzlos. Ist einfach witzlos. Witzlos. Dass ich noch nicht tot bin. Nicht weg. Nee, ich mach grad nichts anderes seit 20 Minuten als durchzuhalten. Heilige Sally! Wie läuft's so, Nate? Sally, ich war noch nie so dankbar, dich zu sehen! Verschwinde von hier! Alles klar. Ich war noch nie so dankbar, dich Sally zu sehen. Mach die Scheißkerle fertig, ja? Dabei! Der Gott und die Freiheit, Arschloch! Als Gedanke klang das besser. Gut gemacht, Junge. Ja, danke für die Hilfe. Komm hier rüber, ich hol dich da raus. Ja, bitte. Ach, Sally, ich bin so froh. Ich bin so unendlich froh. Darf ich dich knuddeln, Sally? Gerade noch rechtzeitig.
Naja. Was hast du denn für Flecken? Ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Ja, nein, wir müssen noch Sam und Elena finden. Hey! Hey! Bist du okay? Ja. Wir haben die Explosion gehört. Wir dachten, ich bin schon das weg. War der Kerl. Du hast ihm wieder den Arsch gerettet? Natürlich. Wie geht's dir? Gut, gut. Ein paar Mal war's knapp, aber er hat's rausgerissen. Hey. Hey. Oh, schick. Oh. Eine Kugel hat mich gestreift. Ja. Du? Eine Klippe hat mich gestreift. Und Rafe? Er hat seine Leute direkt in eine von Averys Fallen geführt. Schlau. Hey, hör mal. Wegen dieser Alcazar-Geschichte. Wir reden später darüber, ja? Wo lang? Zum Strand, anderer Seite der Stadt. Okay. Gut, ich hoffe, der Krawall hat keine schlafenden Hunde gefressen. Whoa, 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 whoa. Sorry. Was haben wir vor? Was glaubst du? Wir hauen so schnell wie möglich ab. Klar, das könnten wir tun. Oder wir gehen in diese Richtung. Das ist eine Abkürzung. Abkürzung wohin? Zu Averys Schatz. Oh, wow. Immerhin muss Rafe ganz außen rumlaufen, aber wir könnten... Hey, scheiß auf Rafe. Hey, Victor, bei allem Respekt, vielleicht... Du weißt einfach nicht, wann Schloss ist. Das stimmt. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Stimmt's? Nein. Stimmt's? Wir sind nicht wegen deines Schatzes gekommen. Wir sind deinetwegen gekommen. Und dafür bin ich euch dankbar. Ehrlich. Aber es läuft doch. Und wir liegen in Führung. Im Moment. Wir schaffen das. Nathan, komm. Ja. Sieh dich um. Okay. Avery hat jedes Schiff auf dieser Insel versenkt. Und wieso? Weil er besessen davon war, seinen Schatz zu behalten. Ganz genau. Egal, was es die anderen um ihn herum kostete. Weil er nicht wollte, dass ihm jemand folgt. Weil er abhauen wollte. Sieh dir das an. Okay, das ist seine Karte der Insel. Okay? Das ist sein Schiff, direkt da, unter diesem Berg. Genau da liegt unser Schatz. Und genau dorthin ist Rafe gerade unterwegs, während wir hier rumstehen und uns zanken wie Kinder. Was, wenn er die Insel schon verlassen hatte und sein Schiff mitten im Ozean gesunken ist? Dann finden wir heraus, wo es gesunken ist. Oh, Mann. Wie lange jagen wir diesen Traum schon, hm? Du und ich. Nichts gegen die beiden, aber die verstehen's nicht. Tun sie auch nicht. Nate schon. Doch, Sam, tun sie. Tun sie wirklich. Okay. Glaub mir, sie haben diese Art von Besessenheit schon erlebt. Wir sind nicht mehr diese Jungs. Nicht mehr. Und wir müssen nichts mehr beweisen. Wo ist das Flugzeug? Gleich da lang. Ja, ich hab's ganz vergessen, ehrlicherweise. Jetzt, wo ich so direkt 1, 2, 3 und 4 hintereinander spiele, Averys Schatz ist das, was in Teil 3 das von Nate war mit Lawrence von Arabien und die Wüste von Atlantis. Und auch er musste es für seinen Seelenfrieden zu Ende bringen. Tun sie nicht. Und was macht dich da so sicher? Weil sie auf dem Weg zum Berg sind. Sam muss es zu Ende bringen. Er kann nicht. Er würde niemals Frieden finden, wenn er das jetzt nicht zu Ende bringt. Und es war bei Nate in Teil 3 mit der Wüste des Atlantis nicht anders. Er wollte die Geschichte von Sir Francis Drake für sich beenden. Die Mutter von denen hat den beiden eine Last quasi mitgegeben, die sie jetzt jahrelang kaputt gemacht haben. Nate ist drüber weggekommen, aber Nate ist sehr weit gegangen, bevor er drüber weggekommen ist. Sam hatte nie die Gelegenheit, drüber hinwegzukommen. Und dahingehend muss ich sagen, verstehen Nate und verstehen Elena und Sully es nicht ganz. Sie verstehen diese Besessenheit, sie haben sie bei. Wie bist du hergekommen? Ich bin ein paar Mauern runtergesprungen, Lara.
weil sie es verstehen. Sie verstehen es wirklich. Zumindest die Besessenheit verstehen sie. Aber sie verstehen nicht, was es heißt, in dieser Besessenheit gefangen zu sein. Das können sie nicht. Und ich gebe zu, das macht Sam auf seine Weise schon wieder sympathisch, weil man es versteht. Also diese Psychologie dahinter. Er kann nicht anders. So wie Nate einfach nicht anders konnte. Man könnte jetzt sagen, er könnte von seinem Bruder lernen, aber sind wir mal ehrlich. Das würde keiner von uns machen. Aber ich komme nicht mehr hoch. Ja, vielleicht gibt es was, das wir drunter stellen können. Mhm. Gibt es. Und ich glaube, ich kann mich schon ein bisschen mehr damit jetzt versöhnen gerade. Hilf mir mal, Sam. Dass man einen verschollenen Bruder eingebaut hat. Einfach weil er diese Geschichte bekommen hat. Ist jetzt immer noch eigenartig, aber Pippa ist jetzt neben mir eingeschlafen. Die kleine Maus hat sich gedacht, ich muss jetzt hier liegen. Hey, nein, danke. Geschafft's. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt aufgegeben hat. Der wird weitermachen. Na, Nate. Man hat ihm auch angesehen, wie unglaublich unangenehm ihm das war, Nate jetzt wiederzusehen, nach dem, was passiert ist. Haben sie, also mit Ausdruck im Gesicht arbeiten, hat Naughty Dog in diesem Spiel einfach 100 Punkte gebrochen. Sieht jemand einen Ausweg? Ja, bestimmt. Gib mir mal einen Moment. Ich habe sowieso wieder 25 Schätze verpasst. Mittlerweile ist es mir egal. Ich bin jetzt so froh, jetzt mal auch mal eine ruhige Passage hier zu haben. Das war einfach zu viel Action. Hm? Bringt mir das was, darüber zu gehen? Nein. Hey Leute, hier durch. Oh, Pepper macht warm neben mir. Mein Bein ist voll heiß. Nichts, ich werde nicht dafür belohnt, hier hinzugehen. Das meine ich. So eine kleine Belohnung hätte man mir jetzt geben können. Wow, schaut euch das an. Es ist eine Art Seilbahn oder so. Meinst du, sie funktioniert noch? Weiß ich nicht. Wir kommen näher. Ich kann es kaum erwarten, wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. So nah und doch so weit. Es gibt keine Steuerung, aber ich wette, ich kann die Plattform mit meinem Seil herziehen. Aber wohin? Warte mal. Nein, das... Ah! Nein, tu es bitte nicht. I try this. Vielleicht kannst du die hölzerne Plattform da unten erreichen. Die da? Soll ich darüber springen? Geht das? Hilfst du mir mal? Das hat er zu spät gesagt. Sam, das hättest du ruhig eher sagen können. Das geht nicht. Sam, spuck das aus. Spuck die Idee aus. Los. Ich habe eine Idee. Nathan, hilfst du mir mal? Ja. Okay. Oh, gar nicht schlecht. Oh, okay. Okay, Victor, kannst du mir kurz helfen? Klar. Na los, Nathan. So, wir halten ihn fest, du springst rüber. Geschafft. Yes. Okay, wir sind soweit. Das war ein Haufen Piraten, ist diese Technik ziemlich beeindruckend. Das ist wahr. Die haben den spannenden Weg, wie gemein. Ja, die reinste Achterbahn. Nate. Komm hoch, Nathan. Okay. Ach, Stitz darf ich. Okay, Nathan, du kletterst hoch und ich greif dich. Wie spannend, ey. Nein, Nate. Okay. Oh.
Oh, Scheiße! Etwas schneller. Los, spring schnell! Ja, ja. Sam! Ja. Okay. Sam! Sam, komm schon! Komm, spring einfach, ich fang dich! Na los! Nein, denk nicht mal dran, okay? Sorry, dass ich dich da reingezogen habe. Euch alle. Hey, das ist alles nicht mehr wichtig, okay? Spring jetzt! Ich muss das zu Ende bringen, Nathan. Sam, hey, wenn du das jetzt tust, werde ich dir nicht hinterherrennen. Kapiert? Tut mir leid. Sam! Oh, blöder Stur. Er lässt es drauf ankommen. Er wird sich noch umbringen. Oh. Na komm. Sie hat wahrscheinlich recht. Klar hat sie das. Sie hat immer recht. So, und jetzt nochmal bitte ein ganz, ganz großes Shoutout an Elena raus. Sie rennt ihm sofort hinterher. Vielleicht können wir ihn abfangen. Ich werde ihn retten, dann hau ich ihm eine rein. Okay, kümmern wir uns das. Sie hat, ohne jetzt nachzudenken, gesagt, okay, los, wir müssen den Aveda einholen. Reicht das denn nicht? Nein. Lasst ihn uns einfach finden. Es wird... Nate, dir hat's doch auch nicht gereicht. Hat's nicht. Ich finde es so ein bisschen idiotisch, weil Nate hat seinen Alma Mater quasi gefunden in der Atlantis der Wüste, Atlantis-Wüste und so ein Kram halt. Bemalte Schnabelvase. Mhm. Sam hat nichts gefunden. Sam hat Gefängnis gehabt und nie was gefunden. Und er hätte sehr viel finden können. Okay, ihr Lieben, ich mache jetzt hier einen Cut rein. Sam ist schon wieder weg. Ich hoffe, wir haben weiterhin noch ein bisschen Pause vor Kämpfen. Die waren jetzt sehr, sehr unangenehm. Ich habe einen ganzen Part nur geschossen und dann hier nochmal. Plus das mit dem Truck da. Mit dem Humvee oder was es war. Das war echt ein bisschen viel. Das hätte man, glaube ich, von der Balance her ein bisschen schöner machen können. Verratet mir, liebe Leute. Versteht ihr Sam? Ich verstehe Sam sogar. Ich verstehe ihn sogar. Ich glaube, ich könnte auch nicht aufhören. Nicht, wenn ich so nah da dran bin. Also für ihn ist das ja wirklich nur noch so. Ich könnte dann auch nicht aufhören. Könnte ich nicht. Nicht, wenn mir das so wichtig wäre, wie es Sam nun mal ist. Gut. Habt einen wunderschönen guten Tag. Haut rein.